Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ab dem 1.7. sind alle Kinos wieder geöffnet. Das große Kino-Comeback findet also wieder statt. Und damit ihr überhaupt wisst, was man so gucken kann im Kino, habe ich jetzt für euch die Kino-Highlights im Juli. Und glaubt mir, es gibt diesmal eine ganze Menge Filme. Den Anfang macht Fast and Furious 9. Der kommt am 15.7. in die Kinos und ist wirklich der 9. Teil der Reihe inzwischen. Wieder einmal von Justin Lin inszeniert. Der hat bereits den 3., 4., 5. und 6. Teil gemacht und jetzt ist er eben wieder mit an Bord bei Teil Nummer 9. Charlize Theron ist auch wieder dabei als Cypher und die braucht jetzt Verstärkung und deswegen kommt Doms Bruder neu ins Spiel. Ja, Dom hat einen Bruder, den sieht man hier, einen weiteren Toretto. Deswegen erfahren wir nicht nur, was da zwischen denen aktuell passiert, sondern auch, was damals in ihrer Vergangenheit so passiert ist. Also für die Fast and Furious Fans, die sollten sich gut anschnallen. Ich konnte ihn schon sehen, allerdings gibt es aktuell noch ein Embargo, deswegen darf ich zu dem Film auch gar nicht mehr sagen. Am 29.07. kommt mal wieder ein neuer Disney-Film raus, und zwar Jungle Cruise. Ja, das ist eine Verfilmung einer Attraktion von Disney in Disney World in Orlando, Florida. Das gab es auch schon mal, das hat es ja mit Fluch der Karibik gegeben. Das war auch ursprünglich nur eine Freizeitpark-Attraktion. Daraus entstand aber ein Riesen-Franchise. Ob jetzt auch wieder ein Franchise hier entsteht, das werden wir dann wohl herausfinden. Es geht darum, dass es eine wilde Bootsfahrt ist über einen Fluss durch den Dschungel und hin und wieder gibt es dann wilde Tiere und andere Gefahren, wie zum Beispiel ein Wasserfall. Ja, ob die Leute das schaffen, das müsst ihr dann im Film sehen. The Rock spielt jedenfalls mit und auch Emily Blunt ist dabei. Und gerade The Rock ist einfach ein Charismatiker, der zieht die Leute irgendwie doch in den Bann. Ich mag den ganz gerne und deswegen bin ich mal gespannt, was uns da so erwartet. Ich selber kenne die Attraktion auch, bin sie auch schon gefahren. Ich hoffe, der Film wird ein bisschen wilder als die eigentliche Attraktion bei Disney, weil die ist inzwischen schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Der erste Horrorfilm hier in der Liste ist The Night House. Der kommt am 15.07. raus und darauf freue ich mich schon. Den hatte ich auch bei meiner Most Wanted Horrorliste schon dabei gehabt. Ist ein Film von David Bruckner, der mit The Ritual, den gibt es übrigens auf Netflix, schon bewiesen hat, dass er wirklich ziemlich intensiven Horrorfilm inszenieren kann. Und sowas Intensives erwarte ich jetzt hier nämlich auch. Hier geht es um eine Witwe, die im Haus an einem See wohnt und Witwe deswegen, weil ihr Mann sich erschossen hat und alles, was er zurückgelassen hat, also abseits des Hauses, ist noch ein Brief und da steht drin, du bist jetzt sicher. Was das aber bedeutet und was es irgendwie mit diesem verrückten zweiten Haus zu tun hat, was sie denn auch noch findet, das wird man dann im Film sehen. Ich bin aber sehr, sehr gespannt auf den Film. Der Trailer sieht wirklich klasse aus und wie gesagt, The Ritual des Regisseurs war auch wirklich ein sehr intensiver Film. Am 1.7. wird es richtig intensiv und groß im Kino, denn da kommt Godzilla vs. Kong raus. Und das ist wirklich ein Film, der ist für die große Leinwand gemacht. Schließlich kloppen sich da zwei große Giganten. Godzilla ist hier ein bisschen außer Rand und Band geraten und um ihn wieder so ein bisschen zu überwältigen, muss ein weiterer Gigant her und deswegen sucht man sich Unterstützung bei King Kong. Der Kampf der Giganten findet dann also in diesem Film statt und ja, die Kämpfe sehen wirklich toll aus. Eine Kritik auf diesem Channel gibt es hier schon über den Film. Das, was allerdings nicht so gut ist, und das haben die meisten sich vermutlich auch schon so gedacht, ist die Story der Menschen. Aber wenn ihr einfach nur große Kämpfe sehen wollt, dann seid ihr bei diesem Film genau richtig aufgehoben. Am 1.7. geht es auch gleich mit einem großen Horror-Franchise weiter, und zwar Conjuring 3 im Banne des Teufels. Das ist der inzwischen, ja nicht dritte Teil, aber einer der vielen Teile aus dem Conjuring-Universum. Die Warrens sind natürlich wieder zurück und diesmal geht es darum, dass ein Mord dort stattfindet und während des Gerichtsprozesses beruft man sich auf Besessenheit. Diesen Fall hat es wirklich mal gegeben, also natürlich nicht eins zu eins so, aber dass man sich wirklich auf Besessenheit nach einem Mord berufen hat und diese Person, die hat es wirklich gegeben, deswegen ist der Film in dem Sinne auch interessant, aber ich mag die Warrens und die Conjuring-Filme sowieso ganz gerne, jedenfalls die Hauptreihe und auch wenn der Film diesmal nicht von James Wan ist, wie die ersten beiden Conjuring-Teile, hat der neue Regisseur trotzdem, finde ich, einen ganz guten Job gemacht und wie genau mir der Film gefallen hat, das erfahrt ihr morgen.
Am 29.07. kommt auch gleich ein neuer Guy Ritchie-Film in die Kinos. Der hat ja zuletzt The Gentleman gemacht, der mir auch wirklich gut gefallen hat. Und jetzt kommt eben The Cash Truck raus. Der ging irgendwie voll an mir vorbei, bis eben die Pressevorführungseinladung kam. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Es geht um Jason Stathams Charakter, der hier mitspielt. Und der fängt bei einem Sicherheitsdienst bei eben diesen Cash Trucks an. Da geht dann irgendwann mal ordentlich was schief und dann geht Statham auf einen brutalen, blutigen Rachefeldzug. Das hört sich jetzt gar nicht so unbedingt nach einem Guy Ritchie-Film an, aber der Trailer wird wirklich interessant und Guy Ritchie macht, finde ich, fast nur gute Filme. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf. Und irgendwie war ich so im YouTube-Tunnel, dass ich mir den Trailer angeguckt habe und dann bin ich auf ein anderes YouTube-Video gestoßen, wo es dann wirklich einen realen Cash-Truck-Überfall gab, was ganz schön intensiv war und ganz schön verrückt aussah mit dieser Dashcam. Ich bin mal gespannt, ob man jetzt so in die Richtung geht oder ob es ein typischer Guy Ritchie-Film ist. Auf jeden Fall kriegen wir eine Menge Action geboten. Ich bin gespannt. Knapp 2 Jahre mussten die Marvel-Fans warten, bis es endlich mal wieder einen neuen Marvel-Film im Kino gibt, und zwar Black Widow. Der kommt nämlich am 8.7. raus und leitet auch gleichzeitig Phase 4 ein, wenn man jedenfalls die Serien jetzt mal nicht mitzählt. Und der spielt direkt oder kurz nach Civil War und da erfahren wir vor allem deutlich mehr über Natascha Romanoff. Und ihr neuester Auftrag hat etwas mit ihrer Vergangenheit und dem KGB zu tun. Die Kritik zu dem Film gibt es ja auch schon auf dem Channel, mir hat der Film jedenfalls gefallen. Und da gibt es wirklich richtig gute Action-Szenen, aber auch wirklich emotionale Szenen. Das hat Kate Shortland, die Regisseurin des Films, wirklich gut hinbekommen. Eine Sache hat mich aber einfach gestört, und das muss ich jetzt hier auch nochmal kundtun, ist die Reihenfolge, wie man den Film überhaupt jetzt veröffentlicht hat. Für mich ist es wirklich ein Film, der hätte perfekt nach Civil War gepasst. Da gehört er eigentlich auch hin und nicht nach Endgame, weil wir wissen ja alle, was da passiert ist. Und deswegen nimmt das auch wirklich viel Spannung raus. Aber wenn ihr trotzdem einen guten Film sehen wollt, dann guckt euch Black Widow an. Am 29.07. kommt ein Film raus von einem Regisseur, der immer ein Hui-Film macht oder ein Pfui-Film. Das ist wirklich immer, diese beiden Extreme gibt es bei ihm immer. Und das ist natürlich M. Night Shyamalan. Der macht jetzt nämlich Old oder hat ihn gemacht und jetzt kommt er jedenfalls in die Kinos. Und Old handelt von einer Familie, die zum Strand fährt und dort Urlaub macht oder den Tag genießt. Und irgendwie altern sie dann aber plötzlich viel schneller, als man an einem Tag so altern würde. Und alle altern auch ein bisschen anders. Und dann gibt es da auch noch ein anderes Paar. Das ist alles ganz merkwürdig. Und wegkommen von diesem Strand kommen sie auch nicht mehr. Das Ganze ist eine Comic-Verfilmung eines französischen Comics, der auch wirklich sehr, sehr gut und spannend sein soll. Das sieht wirklich abgedreht aus. Dadurch, dass der Comic so eine große Fanbase hat und die Story schon feststeht und M. Night Shyamalan nichts Verrücktes mehr im Ende hinschreiben kann, bin ich der Meinung, dass es wirklich was sehr, sehr Interessantes wird und Shyamalan da einfach ein Gerüst bekommt, was er mit Leben füllen kann. Und das kann er wirklich immer gut. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf Old. Direkt am 1.7. kommt der Oscar-Gewinner der Kategorie Bester Film in die Kinos, und zwar Nomadland. Ein Film, auf den ich mich total freue, weil ich den selber noch nicht gesehen habe. Da geht es um eine Frau, die um die 60 ist und in der Rezession hat sie irgendwie alles verloren. Und dann fährt sie mit ihrem Van durch Mittelamerika oder den Südwesten Amerikas und jobbt da hier und da mal bei Amazon und dann macht sie wieder hier was und lebt so ein bisschen ihr eigenes Leben. Und der Film steht, glaube ich, für Unabhängigkeit und auch für Freiheit. Und die Hauptdarstellerin des Films ist Frances McDormand. Diese Frau hat schon bei 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri einen super Job gemacht. Der Trailer sieht klasse aus. Und wenn man mal Lust auf einen ruhigen, langsamen, aber total intensiven Film hat, dann ist man, glaube ich, bei Nomadland ganz gut aufgehoben. Und allein die Darstellerin, ja, für sie lohnt es sich schon wahrscheinlich ins Kino zu gehen. Aber der Film soll wirklich gut sein. Ich habe viel Gutes von gehört. Und bester Film heißt nicht unbedingt immer was, aber wenn es so ein spezieller Film ist, dann ist es doch mal ganz interessant. Ich gucke ihn mir auf jeden Fall mal an.
kommen wir jetzt zu meinem Most Wanted Film in diesem Monat. Und das ist mit Abstand The Green Knight. Ein A24-Film vom Regisseur David Lover, der vorher A Ghost Story gemacht hat. A Ghost Story war schon wirklich ein sehr artifizieller Film. Und der Trailer von The Green Knight sieht fast noch artifizieller und verrückter aus. Und deswegen freue ich mich auf den Film total. Es geht um eine wirkliche Geschichte aus dem Mittelalter. Also die ist schon hunderte von Jahren alt. Und die heißt Sir Gawain und der grüne Ritter. Es geht jedenfalls um einen Ritter und um einen Sir. Ganz genau weiß ich es auch nicht. Und ich habe mich extra nicht informiert, weil ich mich selber komplett überraschen lassen möchte bei diesem Film. Der Trailer ist jedenfalls sehr, sehr visuell und sieht klasse aus. Der geht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er so in die Richtung geht, aber vom artifiziellen Wesen des Films her sieht das ein bisschen aus wie der Leuchtturm. Und wenn man auf solche speziellen Indie-Filme Lust hat, gerade von A24, dann sollte man so wenig wie möglich über den Film wissen und dann die größte Leinwand aufsuchen, die man so finden kann. Und dann ist das, glaube ich, ein ziemlich großer Kinogenuss. Ja, und mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Und das waren sie auch schon meine Most Wanted Filme des Monats so ein bisschen, die im Kino rauskommen. Einige habe ich ja schon gesehen, einige noch nicht. Und jetzt würde mich mal interessieren, auf welchen Film ihr euch am meisten freut und ob ihr euch überhaupt freut, dass das Kino endlich wieder auf hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Film ihr euch als erstes anguckt und ob ihr es auch gar nicht mehr erwarten könnt, endlich mal wieder ins Kino zu gehen. Schaut euch gerne mal die Kritiken an, die ich zu den einzelnen Filmen gemacht habe und dann sehen wir uns vielleicht morgen schon. Ich kann es noch nicht versprechen. Und dann kommen die Streaming Highlights des Monats hier raus. Ja, das war's. Viel Spaß im Kino mal wieder und dann bis zum neuen Video. Ciao!